So, hallöchen liebe Freunde und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru. Ja, und wir sind wieder mittendrin in X4 Foundations. Ja, eine kleine schlechte Nachricht heute, erstmal zum Anfang gleich. Die haben meinen Spielstand gelöscht oder ich habe irgendwas verkackt, keine Ahnung. Wir werden jetzt gleich nochmal ein neues Spiel im offenen Universum starten. Aber ist jetzt nicht so schlimm, wir haben ja im ersten Teil, wenn ihr euch erinnert, ja meistens eher nur die Tutorials gespielt. Wir haben da ja noch gar nicht so viel gemacht im offenen Universum. Eigentlich noch gar nichts. Deshalb werden wir da jetzt mal reingehen. Wir nehmen hier den jungen Aufsteiger und los geht's. Val Seltons Logbuch. Tag 1. Endlich. Dieses neue Schiff auszuprobieren ist so aufregend. Noch bin ich nicht ganz sicher, wofür ich mich entscheiden soll. Handel, erkunden. Habe ich den Mut für einen Kampf? Jedenfalls wird es interessanter als mein bisheriges Leben. Auf geht's! So, und der Plan für heute ist, erstmal das erste Mal so ein bisschen wirklich reisen und ja, vielleicht ein bisschen Handel betreiben. Das ist so das Ziel für die heutige Folge. Wenn es euch gefällt hier, natürlich lasst gerne Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch, ihr wisst schon, ne? Kleine Aktion, große Wirkung. Dankeschön dafür. So, wenn es mit der Grafik noch nicht optimal ist, seht es mir nach. Ich bin noch am Austesten, wie viel ich dem Steam Deck, auf dem spielen wir ja wieder, zumuten kann, damit wir hier trotzdem noch eine relativ gute Performance haben. So, da ist unser Schiff. Wir machen hier auch gar nicht lange rum, sondern machen uns hier gleich auf an Bord. So. Ich muss erstmal so ein bisschen wieder reinkommen, deshalb nicht wundern, damit es am Anfang Angreifer. Ein bisschen wackelig aussieht hier mit der Steuerung. So, dann nehmen wir mal Platz und docken ab. Wir fliegen jetzt erstmal so ein bisschen in den freien Raum, damit wir jetzt erstmal gleich einen Überblick haben in die Karte, ne, und dann gucken können, wohin die Reise geht. Eigentlich immer noch diesen Flugschulhinweis hier. Hallo? Das haben wir doch schon alles hinter uns hier mit der Flugschule. So, da wären wir. Jetzt lass uns mal schauen auf der Karte. Wir gucken jetzt erstmal, wir sind jetzt gerade an der Argon Ausrüstungsstation oder Ausrüstungsdock. Die bieten eine Menge an, die brauchen aber auch einiges. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade mal gucken, was die brauchen. Nee, die produzieren gar nichts. Sie brauchen nur. Okay. Dann lass uns mal ganz kurz gucken. Die brauchen eine ganze Menge. Kann sich ja alles gar nicht merken. Die Kunst an der Sache ist natürlich jetzt, hier eine andere Station zu finden, die entsprechende Dinge anbietet. Natürlich zu einem dementsprechend günstigeren Preis. Ich werde mir jetzt mal so die wichtigsten Sachen mal kurz rausgreifen hier, was mir so ins Auge springt. Also Hüllenteile werden die auf jeden Fall brauchen. Dafür würden sie 225 Credits zahlen. Was haben wir noch? Energiezellen sind ja auch nicht ganz unwichtig. Was zahlen die dafür? 15 Credits nur? Oder? Wir müssen mal sehen, ob wir die so günstig im Angebot bekommen hier. Wir sind ja nicht bei Aldi hier. Hallo? So, was haben wir hier noch? Antriebszellen. Elektronikkomponenten, Nahrungsrationen. Die brauchen so ziemlich alles. Bloß das Problem ist, man muss sich auf eins konzentrieren, weil man muss ja natürlich auch die Preise vergleichen. Und das kann man sich hier nicht alles merken, ne? Das ist schon eine ganze Menge hier, ne? Junge, Junge, Junge. So, jetzt warte mal. Antriebszahl. Ihr seht auch, ne, das ist eine aktive Ökonomie. Hier, während wir gerade reinschauen, verändern sich die Preise natürlich auch aktiv. Also ich werde mich jetzt hauptsächlich auf zwei Dinge konzentrieren, nämlich auf die Hüllenteile und auf die Energiezellen. Ja. So, dann lass uns mal in die Karte gucken, was so um uns rum ist.
ob wir da schon etwas haben, wo wir eventuell einkaufen gehen können. Die Kollegen hier bieten zum Beispiel Energiezellen an für 20 Credits. Da machen wir ja, da machen wir richtiges Minusgeschäft, oder? Nee, Verkauf. Ich gucke gerade völlig falsch, sorry. So, okay. Also hier bei uns im Quadranten scheint noch nichts zu sein. Nichts, was wir schon entdeckt hätten. Ha. Dann würde ich sagen, müssen wir ein bisschen was aufdecken. So, hier scheint ein Sprungtor zu sein. Das markieren wir uns mal. Und aktivieren das Leitsystem. Und dann wird es Zeit, dass wir mal losfliegen. Ich hoffe, dass wir auf der Strecke ein bisschen was entdecken. Autopilot eingeschaltet. Ich liebe die Funktion Autopilot. Papa lehnt sich zurück, genießt die Aussicht. Läuft. Also ich, wie gesagt, ich muss mal sehen, was hier grafisch möglich ist. Momentan sieht es ja einigermaßen flüssig aus. Ich hätte es eigentlich ein bisschen gerne noch einen Zacken schärfer, das Bild. Ich muss da noch ein bisschen probieren. Na? Umschalten bitte. Angenehmes Orange hier im Cockpit, ne? Finde ich sehr crisp. Und ich düse im Sauseschritt. So, 120 Kilometer gleich noch. Wenn wir beim Sprungtor sind, werden wir jetzt nicht sofort durchhüpfen, sondern wir werden gleich mal sehen, ob wir auf der Strecke was aufgedeckt haben, was für uns eventuell interessant ist. Wir haben schon im ersten Teil gemerkt, in der ersten Folge, es ist ziemlich komplex. Aber ich glaube, wenn man da den Dreh erstmal raus hat, werden wir hier noch sehr viel Spaß haben. So. Ja, fliegen ist schön. Da kann ich nur ein bisschen hier am Tee nippen. Läuft. So, jetzt müsste sich eigentlich unser Autopilot gleich deaktivieren. Hoffe ich. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir gleich einen neuen... Autopilot. Ah, okay. Ausgeschaltet. Gut, sehr schön. Dann schneller Blick auf die Karte. Haben wir hier was aufgedeckt? Hier ist noch was. Warte mal. Was ist denn hier alles im Weg, sag mal? Was ist das? Kaufen hier was? Smart Chips? Was immer das ist, ich glaube, die brauche ich nicht. Ha. Huh. Ja, da haben wir so ein bisschen Pech, ne? Das heißt, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier und droppen mal ins nächste System. Ich hoffe, da haben wir mehr Glück. Erreiche System. Weiter okay. Kontakt. Oh, hier kann man bestimmt gut abbauen. Aber wir haben noch kein Schiff zum Abbau. Das ist das Problem hier in der ganzen Kiste. So, jetzt merke ich, hier so ein bisschen Leistungseinbruch. Ne? Ihr seht, es ist ein bisschen ruckelig. Ich krieg's momentan leider nicht besser hin, Freunde. Ja, ich werde mal probieren, ob wir das in die Gänge kriegen hier. So. Jetzt wollen wir aber erstmal auf die Karte gucken wieder. So, wir haben hier aufgedeckt. Das scheint aber hier eher so ein Ding zu sein. Warte mal. Das scheint so ein Abbauteil zu sein. Warte mal. Hier sind ein paar Schiffe unterwegs, sehen wir gerade. Objektliste. Ha. Da hinten ist ein Highway und ich glaube, da hinten ist auch noch eine Station. Warte mal, wir machen mal hier kurz...
jetzt Turbo rein. Hoffentlich ist das eine Fertigungsstation oder Fabrik oder irgendwas. Also hier werden wir öfter heute auf die Karte zurückgreifen müssen, vergleichen müssen, um zu sehen, sind das Angebote, die wir nutzen können, die Sinn machen für uns. Das scheint eine Station zu sein. Kann ich die schon auswählen? Nachschubschiff. Wieso Schiff? Das ist doch eine Station, oder nicht? Das ist viel zu groß für ein Schiff. Haben die so große Schiffe hier in Game? Eine Station. Warte mal. Was haben wir hier? Eine Eisraffinerie. Okay, was haben wir hier? Sensorbündelfabrik. Das sind jetzt aber alles jetzt nicht so Sachen, die ich hier auf dem Plan habe eigentlich. Ah, wir haben heute noch nicht so wirklich Glück, ne? Das heißt, wir bewegen uns mal weiter hier Richtung Highway. Das heißt, hier in die Richtung. Ja, also erforschen wird noch ein großes Thema. Autopilot eingeschaltet. Das ist die Herausforderung, ne? Weil wir von den Sektoren so gut wie noch nichts aufgedeckt haben, haben wir natürlich jetzt auch noch nicht so viele Möglichkeiten für den Handel. Das müssen wir hier noch ändern. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ja, ich wollte schon sagen, weicht die Lande- bzw. die Steuerungsautomatik aus. Tatsächlich, macht sie auch. So, jetzt müsst ihr uns aber auch wieder zurück auf Kurs bringen. Jawohl, danke schön dafür. Ich glaube, der wird jetzt noch ein, zwei Kurskorrekturen machen müssen hier, während wir durchs Asteroidenfeld fliegen. Also ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen runtergegangen mit der Grafikleistung, hab also die Kantenglättung mehr so auf Mittel gesetzt, ja, und auch die Grafikperformance allgemein auf ausbalanciert gestellt. Es ist ein bisschen besser geworden von der Flüssigkeit, aber insgesamt bin ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Sorry dafür. Okay, das kann sich jetzt noch ein bisschen ziehen. Wir müssen hier jetzt noch mal ein paar Kurven drehen, weil wir den Asteroiden ausweichen müssen. Aber scheinbar bringt uns unsere Automatik hier sicher durch. Finde ich gut. Also Verkehr ist hier scheinbar genügend, ne? Also hier flitzen einige Schiffe rum. Deshalb gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass hier im System auch ausreichend Stationen zum Handel sind. Da ist ein fetter Brocken, sehe ich gerade.
dieses Riesenteil da rechts, das müssen wir uns auf jeden Fall später nochmal anschauen. Obwohl, ich kann ja jetzt auch schon den Autopilot Autopilot, ausgeschaltet. Eben. So, schauen wir uns das gute Stück mal an hier. Ist ja ein Mörderbrocken, ne? Können wir eigentlich gar nicht übersehen. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ich habe schon die Bremse reingehauen. Wieso fliegst du weiter? Bin ich jetzt noch im Reisemodus? Nein. Ja, ich wollte schon sagen, ja. So, wo ist jetzt das Teil? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Hä? War das jetzt allen Ernstes? Warte mal. Wir sind jetzt hier. Oder? Wo ist unser Symbol? Hier blinkt was. Was ist los? Also hier ist einige Aktivität auf jeden Fall im Sektor. Also wir sind da. Da sind wir, der grüne Pfeil. So, ich denke mal, der große Klops, den wir da gerade gesehen haben, das wird das wahrscheinlich sein. Hier, warte mal. Geschützkomponenten. Was ist das hier? Verteidigungsstation. Der kauft nur, der produziert nichts. Leute, Leute, Leute. Ich bin hier heute noch nicht so wirklich vom Glück geküsst, muss ich ehrlich sagen. Eisraffinerie. Zwei Stück davon, oder was ist das hier? Ach, das ist die Geschützkomponentenfabrik. So. Ja, da muss es noch mehr sein. Also hier sind jede Menge Eisraffinerien, sehe ich gerade. Sensorfabriken. Boah. Aber überhaupt nicht. Nicht annähernd, was wir brauchen. Ich bin fast drauf und dran, dass wir in unser System zurückwarpen und uns da mal umschauen. Weil hier, glaube ich, werden wir nicht alt. Mist. Autopilot eingeschaltet. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Aber hilft nix. Ist ein Lernprozess hier. Müssen wir durch, muss ich durch. Ihr leider auch. Das heißt, wir springen mal schnell zurück gleich. Ich habe schon echt überlegt, ob ich mir jetzt nächsten Monat mal die erste Erweiterung hole. Einfach mal, um ein bisschen mehr reinzukommen über die Story vielleicht. Ne, ich habe überlegt, vielleicht Timelines, ob das ein guter Einstieg ist. Ne, also wenn ihr da schon so ein bisschen mehr drin seid, schreibt mir gerne. Ne, entweder in den Chat oder wenn ihr das als Wiederholung seht, gerne natürlich auch in die Kommentare. Welches Add-on würdet ihr empfehlen, um reinzukommen, mehr reinzukommen bei X4? Ne, ich bin neugierig auf eure Antworten. Dankeschön dafür im Voraus. So, ich müsste es jetzt so eingestellt haben, dass wir auch durchspringen. Schauen wir mal. Ja. Wir sollten jetzt wieder in unserem System sein. Jawohl. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen mehr von unserer Karte hier aufdecken. Von unserem Sektor. Deshalb würde ich sagen, hier haben wir einen Superhighway. Den nutzen wir dann auch mal. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. What? Moment, ich habe dich doch gerade... Autopilot ausgeschaltet. Hä?
Mach keinen Sheet hier. Ich hab den doch gerade markiert hier, oder nicht? Warte mal. So. Jetzt nehme ich nochmal die Markierung raus. Mach sie nochmal neu rein. Hallo. Kann ich den nicht ansteuern? Jetzt wird's mysteriös hier. Warte mal. Was ist jetzt passiert? What? Was war das jetzt? Leute, jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Was war denn das? Okay. Vielleicht muss ich hier erstmal so ein bisschen weg von dem Tor. Ich weiß nicht, ob es da eine Sperre gibt für den Autopiloten. Werden wir gleich sehen. Das heißt, ich booste uns mal erstmal so ein bisschen weg hier von der Kiste. Und dann probieren wir das nochmal. So. Irgendwie haut's hier jetzt gerade mit der Karte nicht hin. Warte mal. Ausrüstungsfabrik. Leitsystem. Da macht er das Leitsystem. Wieso bei dem und nicht bei unserem Highway hier? Ich kann den nicht aktivieren. Ich versuche jetzt mal erstmal den Sprung hier zum Ausrüstungssystem hier zu machen. Das macht er. Okay. Ist ja irre. Autopilot eingeschaltet. Na gut. Ist ein minimaler Umweg. Kann man machen. Was tut man nicht alles, ne? Um hier mal ein bisschen, ein paar Öhren zusammenzukriegen. Weil ich glaube, es macht erst Sinn, so richtig loszulegen, wenn wir so ein bisschen was auf der hohen Kante haben, ne? Dass man hier eventuell vielleicht sogar Personal einstellt, vielleicht noch einen Piloten oder so. Der nimmt dann ja auch schon ein bisschen Arbeit ab, ne? Also ich muss mir definitiv noch ein paar Videos von den Kollegen hier anschauen. Aber ich bin viel zu neugierig, vorher die Finger davon zu lassen, weil ich glaube, das Ding hat richtig Potenzial. Man muss sich immer die Zeit nehmen, sich da reinzufuchsen, ne? Das ist es eben halt. So, ich hoffe mal, dass wir von der Station jetzt aus zum Highway weiterkommen. Weil jetzt sind wir schon eine gute halbe Stunde fast unterwegs und konnten noch nichts handeln hier. Da rechts sehen wir schon die beiden Eingänge zu den Highways. Entschuldigung, die Karte ärgert mich heute so ein bisschen. Autopilot ausgeschaltet. What? Was war das? Bremsen wäre auch nicht schlecht. Junge, Junge. So, okay. Jetzt habe ich unsere beiden Tore bei diesem Crash aus dem Auge verloren. Die dürften ja aber nicht weit weg sein. Da sind sie. Junge. Ist das wieder ein Spaß heute hier. Also die Ausrüstungsstation ist natürlich eine gute Sache. Wir müssen auch mal sehen, dass wir da, wenn die Kohlen stimmen, ne, noch einen entsprechenden verbesserten Landecomputer kriegen. Aber all das will ich erst machen, wenn ich so ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe. Ich dachte eigentlich, mit Handel wäre ein guter Anfang. Aber so einfach machen sie uns das scheinbar hier doch nicht. Sehen schon so nah aus, ne? Sind sie aber nicht. Wir müssen uns da so ein bisschen ranboosten, dass wir jetzt hier nicht ewig und drei Tage brauchen.
So, bringen wir uns mal so ein bisschen Position hier. Bitte, bitte, eine ordentliche Station mit dir behandeln können. Mehr will ich doch gar nicht. Na also, so. Schon sind wir durch. Schwarze Sonne 5. Okay, Schwarze Sonne 5. Ich hoffe, Schwarze Sonne 5 hat uns ein bisschen was zu bieten. Bis jetzt war ja nicht viel hier, ne? So, was haben wir hier? Wo sind wir? Wo ist unsere Markierung? Da ist sie. So. Ja, und wie Sie sehen nichts. Oh, Leute, ich krieg hier so ein bisschen Krätze, ganz ehrlich. Okay, fliegen wir mal drauf los hier. Es hilft ja nichts. Wir müssen es ja so oder so aufdecken, ne? Was soll man machen? Ich könnte jetzt natürlich mal probieren, mit den Scans, beziehungsweise Langstrecken-Scans, was wir da machen können. Kann ich hier gerade jetzt was machen? Nee, schauen wir nicht. Okay. Scheint was zu sein. Da nehmen wir mal Kurs. Da hinten ist was. Ist das eine Station oder nicht? Oder ist es ein riesiges Schiff? Keine Ahnung. Wow! Vorsicht, Kamerad, ich fliege ja auch noch lang. Könnte tatsächlich eine Station sein. Das ist eine Verteidigungsstation. Das ist schön. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir die entdeckt haben. Auf der anderen Seite glaube ich, die wird uns nichts bringen, oder? Warte mal. Das sieht nicht gut aus. Was ist das hier? Handelsangebote, Argon-Verteidigung. Das sieht mau aus. Das wird nichts, Freunde. Wir fliegen mal weiter. Vielleicht kriegen wir mehr Informationen, wenn wir näher an der Station dran sind. Ja, die unendlichen Weiten des Raums. Man kommt sich teilweise vor, als wenn man sich in Zeitlupe bewegen würde. Es sei denn, man boostet, wie wir jetzt hier gerade. So, und ich wundere, natürlich muss ich jetzt immer wieder mal auf die Karte zugreifen, um zu sehen, in welche Richtung wir hier unterwegs sind. Also hier scheint aber auch kein weiterer Highway zu sein, so wie ich das hier sehe.
Oder wir haben ihn noch nicht entdeckt. Schauen wir mal. Ja, uns wird aus einer Handelsmission ganz schnell eine Forschungsmission, ne? Es hilft nichts. Wir müssen die Sektoren erstmal aufdecken. Mist. So, dass ihr unser kleines, nettes Schiffchen nochmal von außen seht hier. Also wenn wir jetzt auf Kurs bleiben, bewegen wir uns einmal quer durch das System. Das machen wir jetzt ganz einfach mal. Währenddessen halten wir natürlich die Augen offen. Hier halb links sehe ich was schimmern. Das könnte auch was sein. Also auf jeden Fall funktioniert es schon mal deutlich besser mit dem Reisen als beim letzten Mal. Das war ja so eher so grande Katastrophe. So langsam wird es ein bisschen flüssiger. Also was nicht an dem Spiel liegt natürlich, sondern an mir. Ja, das sieht sehr scharf nach einer Station aus. Jawohl. Jetzt müssen wir noch sehen, was für eine Station das ist. Schauen wir mal, ob ich auf der Karte schon erste Informationen habe. Ist das das Sonnenkraftwerk? Kann das sein? Die produzieren Energiezellen für 18 Credits. Das könnte sich sogar vom Verkauf her lohnen. Warte mal. Kommt nicht viel bei rum, aber immerhin etwas. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Das finde ich sehr großzügig, danke. Autopilot eingeschaltet. Wir machen uns auf zum Sonnenkraftwerk und ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich ein bisschen Ware, die wir an unsere Station bringen können, verkaufen können. Und ich hoffe, ich mache kein Minus. Also so oder so mit dem Handel muss ich sowieso mich so ein bisschen einfokussieren. So, da sind wir. Autopilot ausgeschaltet. Wo ist hier die Landefläche hier? Wo habt ihr euer Landepad? Gut, ich muss jetzt eh sowieso gleich erstmal sehen, ob ich hier landen kann oder darf. Dazu muss ich aber erstmal die Landebucht finden. Jetzt kommen wir nämlich zum interessanten Teil der Aktion hier. Ich sehe jetzt auch kein anderes Schiff, das gerade durch die Station anfliegt. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Weil sonst würde ich sehen natürlich, wohin die reinfliegen. Eiern wir eigentlich hier so? Das ist die andere Frage, die ich mir gerade stelle. Da haben wir feindliche Drohnen oder was? Ich muss mal auf die erwischen hier. Wir haben verloren. Bitte lasst sie uns am Leben. Wieso bettelt ihr, wenn ich verloren habe? Komm schon. Ja, erwischt. Unser erstes feindliches Schiff, was wir hier zerlegt haben. Leider kann ich hier jetzt noch nichts
Leider kann ich jetzt hier noch nichts aufnehmen, weil, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Werden wir alles noch rausfinden, hoffe ich. Das sieht nach einem Landepad aus. Ich würde jetzt allerdings gerne... Hallo? Wo kriege ich hier eine Landeerlaubnis, meine Damen und Herren? Ich bin irritiert. Danke. Gerne, gerne, gerne. Kam ein bisschen später, das Danke, ne? Aber bitte. Oh, das ist nur ein Container. Lass mal gucken. Nee, das ist doch eine Landebucht. Hier muss ich doch irgendwo... Hä? Entschuldigung. Ich würde hier gerne andocken. Junge, Junge, dann ist hier heute nichts für Vaters Sohn. Was macht ihr denn hier für fisse Matenten, sag mal? So, jetzt sind wir gerade so ein bisschen durch die Gegend getrudelt. Ich hoffe, ich... konnte das jetzt unterbinden hier. Ja, gibt's denn das? Der muss doch irgendwo... Ah! Andockerlaubnis erteilt. Ja, danke schön. Junge, das war jetzt eine Aktion. Okay, Leute. Oh. Jetzt dachte ich ernsthaft, wir können nicht mal hier bei unserem ersten Handelspartner anlegen. Alter, wieso ist die Flugunterstützung ausgeschaltet? Warte mal. Alter, was ist denn... die doch eben angeschaltet, Leute. Ich werde hier heute so ein bisschen bekloppt. So. Jetzt sollte es aber hinhauen hier. Ein bisschen höher und renn da. Ich habe noch keinen fortgeschrittenen Landecomputer. Das kann jetzt ein bisschen brösig aussehen hier alles. So, Landebucht 4, das ist unsere. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier einigermaßen elegant reinkommen, ohne uns allzu sehr zu blamieren. Junge, Junge, Junge. So, da haben wir schon unser... unseren Landeassistenten, sage ich mal hier. So, dann richten wir uns doch schon mal aus. So. Von dem her ist es schon mal okay. Hier ist die Richtung, die passt auch. Jetzt brauchen wir den Abstand von vorne nach hinten, den müssen wir noch korrigieren. Warte mal. Und zack. So. Und wenn wir jetzt runtergehen, müsste gleich der Landecomputer übernehmen. Jawohl. Wie gesagt, ist noch der einfache Landecomputer. Ne? Erfolgreich angedockt. So. Willkommen. Gerne. Dankeschön. Ja, jetzt wollen wir mal sehen. Also hier gibt es Energiezellen. Kann sein, dass ich jetzt hier vielleicht ein Minus mache. Aber ich will das jetzt ganz einfach mal probieren. Einfach um mal reinzukommen in die Nummer. Ne? So. Warte auf Beendigung des Handels. Also, wir verladen jetzt gerade tatsächlich Energiezellen. Wir können ja auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Abnehmer finden, der es ein bisschen zu besserem Preis abnimmt. Weil unsere Station, letzter Stand, zahlen nur 15 Credits. Jetzt haben wir fast 18 Credits für die Energiezellen bezahlt. Ob wir da jemanden finden, der uns das für den Preis abnimmt. Oder besseren Preis. Und dann wäre schon mal mindestens ein Teilziel von mir heute erreicht, dass wir einen erfolgreichen Handel abschließen. Es ist eben so, so komplex wie es ist, man muss sich langsam rantasten, es hilft ja nichts. So, okay. Also, wir haben jetzt Energiezellen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer die noch so braucht. Der nicht. Ah, ich wollte doch gar nicht raus hier.
gesagt, wir haben hier auch noch nicht so viel mehr jetzt entdeckt, ne? Was ist das hier oben nochmal? Der braucht auch keine Energiezellen. Schiete, sagt Fiete. Gucken wir mal weiter. Ja, so drei Systeme haben wir jetzt so angekratzt, ne? Aber bei weitem noch nicht alles aufgedeckt. Eieiei, so, jetzt mal gucken. Der kauft keine Energiezellen. Energiezellen. 16 bezahlt der nur. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, je weiter das entfernt ist, desto mehr zahlt der Kunde für die jeweilige Ware. Das wäre jetzt so meine Theorie gewesen, ne? Reine Theorie. Aber scheinbar ist dem nicht so. Das ist merkwürdig. Gut, was haben wir hier? Also hier muss man eine ganze Ecke suchen, machen und tun, bevor es hier so richtig an die Sache geht. Energiezellen. 10 Credits wollt ihr mich hochnehmen? Das war doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Habt ihr es gesehen? 10 Credits für Energiezellen. Da sind 17. Da würden wir es sozusagen plus minus 0 verkaufen, ne? Ist natürlich jetzt auch nicht Optimum, sage ich mal. Alles andere als das. Der zahlt auch 17. Oh Gott. Da habe ich jetzt nicht wirklich die perfekte Ware gefunden, ne? Das ist Energiezellen 17. Ah, shit. Ah, guck mal hier, die würden Eis kaufen. Das ist interessant zu wissen, ne? Weil nebenan haben wir ja dieses Eissystem. Energiezellen, 12 Credits. Das wird ja mal weniger. Oh Gott, oh Gott. So, hier haben wir noch nicht so viel entdeckt, aber vielleicht habe ich ja Glück. Nee, sieht aber nicht so aus. Verdammt! Gut, es geht mir jetzt erstmal darum, natürlich hauptsächlich einen Handel mal abzuschließen. Aber mit Plus wäre schon nicht schlecht gewesen, ne? So, wir bringen mal die... Wo war sie denn jetzt hier? Der zahlt sogar nur 10, Leute. Das wird ja immer schlimmer hier. Okay, hier seht ihr, hier ändern sich gerade wieder die Preise. Oh, Leute. Ja, das Für und Wider der dynamischen Ökonomie, ne? Hier kommt es jetzt... Hier erwischt es uns knallhart. Eben noch 17 Credits. Jetzt rauschen die Preise runter. Warum, weiß ich nicht. Irgendwas hier geht vor sich. Ich muss sehen, dass ich hier einen Händler finde, wo wir nicht allzu viel Verlust haben. 13 Credits. Da mal ganz schnell hin. Ich würde gerne... Hallo? Ich würde gern dahin fliegen. Dürfte ich bitte das Leitsystem aktivieren? Junge, Junge, Junge. Was eine Aktion. Also ihr seht schon, das hat so seine Haken und Ösen hier, das Ganze, ne? Junge. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen unterwegs, ne? Ist klar. So, ich glaube, wir rauschen jetzt gleich wieder über einen Highway. Sieht ganz so aus. Ich finde die sehr cool, die Highways. Und rein da. Erreiche schwarze Sonne 4. Und ab geht's.
So, da sind wir im System. Ah, dürfte jetzt nicht mal allzu weit sein. Schauen wir mal. Also ist ja auf jeden Fall ganz schön Verkehr, ne? Wenn man sieht, was hier so am Fenster vorbeifliegt, links und rechts. Ich hoffe, der Preis bleibt stabil, dass wir wenigstens so plus minus null wenigstens verkaufen. Ja, Leute, irgendwo muss man anfangen, ne? Aber hier muss man richtig planen für den Handel, ne? Unglaublich. Und natürlich noch viel mehr aufdecken, damit wir viel mehr Angebote und Abnehmer haben. Also ich werde nicht drum rumkommen, in den nächsten Tagen und Wochen hier mal die ganzen Systeme vollständig zu erkunden, dass wir auch wirklich gute Geschäfte machen können. Ah, da haben wir ein Sterntor. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch durch. Erreiche System. Weiter Kontakt. War doch eine längere Strecke, als ich mir gedacht habe. Ne? So. Pilot, wenn Sie diese unabhängige Piraten. Ach, jetzt kriegen wir hier schon Werbebotschaften wieder vom Piraten. An der Handelsrevolution der Freien Liga von Hattekwa teilzunehmen. Ja. Möchten Sie helfen, einen wahrhaft unabhängigen und sicheren Hafen zu schaffen? Ja, sicher. Auf Frieden und Stabilität für alle Völker hinarbeiten? Dann brauchen wir Sie. Nee, lass mal. Überprüfen Sie Ihre Missionsangebote, um sich der Sache anzuschließen. Ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist, diese Piratensache anzunehmen. Ich werde das mal erforschen. Aber wie gesagt, ich traue dem Brat noch nicht so ganz. So, das scheint jetzt Station zu sein, oder? Ist das noch ein Tor? Hä? Okay, das ist es, oder? Ja, will ich doch meinen. Will ich doch meinen. Hallo, bitte mal bremsen. Hallo. Autopilot ausgeschaltet. Ja, vielen Dank dafür. So. Da oben scheint der Landespot zu sein. Jetzt müssen wir mal sehen, wo der Kontaktpunkt ist für diese Station. Die haben alle immer so einen, wie soll ich sagen, Kontaktpunkt. Man muss ja erstmal eine Landeerlaubnis anfordern. Geht das auch übers Menü eventuell? Station. Nee. Mist. Okay, Freunde. Wir müssen wieder suchen, wo wir so einen Punkt finden. Fliegen wir mal näher ran hier. So, die Landeplattform ist nicht das Problem. Die haben wir hier schon gefunden. Mist. So, wo bist du, mein Freund? Aha! So, Moment. Undock-Erlaubnis erteilt. Ja, geht doch. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Junge!
Ja, ihr seht, ne, ich gestehe es auch offen. Ich bin da noch ein absoluter Noob. Aber ich habe Spaß dran. So. Landepad 4. Wollen wir mal sehen, dass wir... Oh, hier Shepherds. Ja. Anfängerpilot bei der Arbeit, ne, ihr merkt das schon. So. Okay, das sieht gut aus. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen driften hier. Ja, okay. Dann müssen wir noch den Abstand korrigieren, den vertikalen Abstand. Das sieht gut aus. Kommt näher, kommt näher, kommt näher, kommt näher. Jawohl. Das heißt, müsste so passen. Und abwärts. Jawohl. Nicht schön, aber aufgesetzt. Erfolgreich angedockt. So sieht das aus. Guti. Willkommen. Eben. Und jetzt dürfte ich das verkaufen können, die Energiezellen. Wahrscheinlich werden wir jetzt ein Minus machen. Ja. Ihr seht das jetzt schon, ne? Durch die bewegten Preise haben wir jetzt leider Minus gemacht. Ne? Wir haben für 17 noch was eingekauft, ne? Und sie zahlen jetzt noch weniger, als wir ausgegeben haben für die Zellen. Aber nichtsdestotrotz, Handelsbeziehungen sind natürlich generell wichtig. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn wir da ein bisschen Gewinn mitmachen würden. Ne? Ja, sagte er und starb. So, stehen wir mal kurz auf. Schauen wir uns ein bisschen um. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Minus gemacht in der Haushaltskasse. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, Personal und KKG werden wir noch ein bisschen warten müssen. Leute, ihr seht, es gibt hier noch einiges zu tun. Und ja, ich werde weiter lernen müssen, ne? Und studieren müssen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Ich werde mal versuchen, ob ich für die nächsten Folgen noch ein bisschen was an der Qualität schrauben kann. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis die Tage. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Hier kommt der Sound, um die Welt zu erschüttern. Peru gleich bringt den Wahnsinn zum Mitspinnen. Bitte beachten Sie unser reichhaltiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen. Kommen und staunen Sie. Auf dem Bildschirm flackert das Abenteuer. Die Welt der Spiele, sie wird immer besser. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen. Peru Plays lässt uns in die Magie sehen. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Peru schafft kein Moment vergeht. Die Gag-Community unsere Bande eint. Vom Fühlen am Auge.